Das ist richtig, dass ich so rumgelaufen bin. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe auf jeden Fall mal rückwärts. Da ist Wasser auf dem Boden. Da haben sich Gegner drin versteckt. Ich bin immer noch überlegen, was die machen. Frieren die meine Charaktere ein? Nein. Ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass die Zeit schnell langsamer läuft. Ist hier keine Statusveränderung? Merkwürdig. Irgendwas sehe ich bei denen. Kommen ja noch von hinten. Klein Scheißerchen. Ist das ein Bug? Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle drei irgendeinen Schutz vor. Also alle drei einen Schutz vor einem und demselben Statuseffekt haben. Dass es deswegen nicht funktioniert. Was auch immer die Kleinen da machen. Turboeter. Ich meine, Cloud hat jetzt gegen Feuer. Die machen ja kein Feuer. Die Wichte. Gut, ich laufe jetzt ganz falsch. Okay, so falsch kann es nicht sein. Kraftkapsel, das war, glaube ich, was ich so nehmen konnte, ne? Für einen. Einen dauerhaften Boost. Natürlich kriegt das Claude. Was habt ihr gedacht? Abwehrkapsel. Habe ich eigentlich jemanden, der... So keine Feindestechniken. Du hast die ganzen... Okay. Ich halte es für eine gute Idee, wieder diese komische Mega-Abwehr zu machen. Wenn wir vor wem auch immer, der da, wer auch immer da kommen soll, schon wieder. Mach ich aber hier, weil du bist echt nervig. Die machen irgendwie ja nichts. Was? Ach, die haben mich verwirrt. Nee. Claude ist verwirrt. Wegen dem Ding. Wegen dem Großen. Deswegen dreht er gerade am Riemen.
Vince, würdest du bitte auch mal was machen? Das wäre super. Dankeschön. Und jetzt mal Vince heilen. So kann ich mit dem nicht auf die Straße. Sehr gut. Habe ich eigentlich noch normale Tränke? Die kleinen? Ach, sehr süß. Das ist ja nicht mal was für einen Notfall. Gemütskapsel und Zauberkapsel. Weil ich die Zauberkapsel vielleicht tatsächlich ausnahmsweise mal Winnie geben würde. Ich habe so eine Gemüsekapsel, habe ich schon mal gesehen. Hier, erhöht Gemütswerte, was auch immer das ist. Vielleicht gebe ich den beiden auch mal was. Da, weil der hat diese Feindestechniken und das läuft unter Zauber. Könnte vielleicht ganz praktisch sein. Ich gebe dir mal Ether. Speicherpunkt. Natürlich, so kurz vorm Speicherpunkt. Ich meine, wenn es die kleinen sind, ist okay. Nicht so, dass die irgendwas machen. Das ging schnell. So, was liegt hier? X-Objekt. Was ist das? Und, ja gut, wir haben einen X-Trank, aber ist das X-Objekt auch was für ihr? Und wenn ja, was tut es? Oder heißt es hier jetzt schon wieder anders? Heißt es hier wieder anders da? Ich sehe nur den X-Trank. Kein X-Objekt. Ist das was anderes? Ist das eine Materie? Zweimal X-Objekt. Zwei Objekte gleichzeitig verwenden. Das ist ja awesome. Aber wem gebe ich das? Was hat ein Winnie alles bei sich? Chocobo... Fehlsmaterial, Manipulation, Feintechnik. Gegenangriff bei erlittenem Schaden. Material, alle brauche ich. Okay, also Winnie jetzt vielleicht eher nicht so. Der ist, glaube ich, auch voll gestopft mit Zeug, ne? Die Analyse. Wirkung auf alles, Genesung. Ah, die Genesung ist, die auf Zauber auf alle ist schon. Aber die könnte ich doch eigentlich rauswerfen, weil ich meine, das Analyse funktioniert ja, glaube ich, nicht auf alle. Und dann würde ich ihm lieber das hier geben. Ich glaube, das könnte ganz gut sein. Gerade wenn ich jemanden wiederbeleben muss mit einer Phönixfeder, könnte ich ihm dann gleichzeitig noch, also so stelle ich es mir zumindest vor, gleichzeitig noch einen Zaubertrank, also einen Heiltrank geben. Ich muss kurz was trinken, Moment. Ich habe sehr viele Stunden geredet, nicht nur heute. Ich habe am letzten Samstag 6 Stunden aufgenommen, dann 7 Stunden gestreamt. Hatte am Mittwoch 4 Stunden Schulung, habe Kollegen in dem Programm eingewiesen. Und viel telefoniert heute. Mir tut echt mein Hals weh. Sollen wir vielleicht einen Tee machen, wenn ich fertig bin? So! Nein, das... Oh.
Nein, was ist denn das hier? Kälte. Hatte ich doch bestimmt eine alle. Dann nehme ich aber natürlich die Master alle. Wo ist meine Master alle hier? Master. Master of Disaster. So bin ich gerade drauf. So. Master. Speichern bitte. Danke. Vermutlich wäre ich in die andere Richtung gelaufen, hätte ich auch noch mehr irgendwelche Items gekriegt. Vielleicht speichere ich mal hier nur für den Fall, dass jemand sagt, boah, wärst du jetzt erstmal in die andere Richtung gelaufen für 10 Minuten, dann hättest du voll das coole Item XY bekommen. Was für ein Bnoob. Geh doch und hör einfach auf zu spielen. Game over, man. Game over. Sackgasse. Oh. Ich bin tatsächlich falsch rumgelaufen. Was für ein Bnoob, ne? Da habe ich aber voll die coolen Sachen gefunden. Und ein paar doofe Viecher. Nein. Oh, verdammt. Natürlich greife ich die Kleinen an. Ich bin doch doof. Ich sollte ja auf den Großen gehen. Weil der macht nur Unsinn. Würdet ihr vielleicht auch was tun? Also die Wartezeiten sind so merkwürdig. Müsste ich bitte auch mal was regen? Ah, der hat Gegenwehr. Ah, toll. Tolle Wurst. Einfach sicherer bei dem Viech. Ich habe gerade nebenher was ausgepackt. Okay. Ich bin in eine Sackgasse gelaufen. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg wieder zurück. Dafür haben wir ganz viele tolle Items gekriegt. Hier ist alles zu, ja. Oh je. Das war schon ein weiter Weg. Oh, ich bin geheilt worden. Gott, wo waren wir denn? Ich glaube bei 7 oder bei 8. Och, nicht du. Gerade jetzt das Tor wäre vielleicht offen. Aber nein! Oh Gott, das heißt, wenn ich sterbe, muss ich den ganzen Weg da wieder von da hinten da hochlaufen. Sind es mir die Items wert? Naja, das zwei Objekte eigentlich schon, ne? Ich meine, wir haben halt hauptsächlich auch diese Kleinen da. Die sind ja auch okay, weil
was auch immer sie tun, es schadet mir. Zumindest jetzt mal so rein offensichtlich nichts. Aber ich gucke, es zieht keine MP ab, es zieht keine HP ab. Meine Zeit läuft weiter. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie langsamer ist. Ich sehe keine Statusveränderung. Sie klauen mir keine Items. Vielleicht verlangsamen sie mich. Oh, ich sag mal. Durch mein Red sieht aus, als würde er jetzt langsamer sein. Vielleicht verlangsamt es wirklich die Zeit und ich sehe es nur einfach nicht. Also ist nicht ganz so auffällig. So, wir sind gleich wieder bei Miss Barrett kommen. Nee, beim nächsten Miss Lois Barrett kommen. Nee. Oh nein, da sind sie. Was? Wer? Wo? Ach du. Was sollen wir nur tun? Ich glaube, ihr könnt jetzt eure Befehle ignorieren. Ich wollte mich eigentlich vorher noch heilen. Elena, reiß dich zusammen. Ach, der Rude. Wir sind Turks, Elena. Ja, du hast recht. Na los, wir haben zu tun. Wenn es unbedingt sein muss. Unsere Order war, euch zu suchen und zu töten. In unserer Firma mag es darunter und drüber gehen, aber Befehl ist Befehl. Das ist der Geist der Turks. Glaubt mir. Boah, fandest du? Okay, lass es uns zu Ende bringen. Wir kämpfen. Wir kämpfen nicht. Wir haben Besseres zu tun, wie uns mit euch jetzt hier abzugeben. Ihr Kleinviehzeug. Du zeigst Mitleid? Glaub nicht, die Turks wären Narren! Elena, warte. Reino, meuterst du jetzt etwa? Shinra ist erledigt. Es ist aus. Rude! Elena, du warst ein wunderbarer Turk. Leb wohl, wir sehen uns wieder, wenn wir überleben. Vergiss den Geist der Turks nicht! War das jetzt gut? Unser Auftrag ist beendet. War das jetzt gut? Ich meine, ich habe vermutlich jetzt einen Haufen, also wenn wir jetzt gekämpft hätten, hätte ich vermutlich einen Haufen XP gekriegt. Oder wer hätten wir dann doch nicht, auch nicht gekämpft? Ich bin mir gerade unsicher. Ding frisst echt viel Äther im Moment. Vince, der einzige ist, glaube ich, mit Blitz. Oh, lasst mich doch mal zwei Schritte gehen. Ja, gut, seid nur ihr. Oh. Ja, gut. Ja, bei dem Zeitding steht dann als Halt. Dann wirklich uns kurz aufhalten, aber wenn sie uns keinen Schaden machen, bringt es ja eigentlich nichts. Sie zögern nur ihren eigenen Tod heraus. Da ist offen. Was ist denn mit dir? Na los, 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 los! Ja, muss ich nach links oder nach rechts? Von da kam ich, glaube ich. Kann es sein? Nee, ich kam von der Treppe.
Was auch immer macht, dass ich die Kleinen angreife anstatt den Großen. Der macht mehr Schaden. Ja. Halt. Ja, ich meine, in dem Fall könnte es uns vielleicht was machen, weil der Fette da ist. Haben wir nicht geblitzt? Ach, jetzt blitzen wir erst. Ach du meine Güte, das hat so lange gedauert. Erstmal alle auf den Dicken, bitte. Danke. Jetzt steht da wieder Halt. Also hält er dann tatsächlich uns auf? Ich verstehe es nicht. I don't understand. Ja, aber wo geht's denn hier lang? Ich bin gerade verwirrt, wo ich lang gehen soll. Ich habe irgendwie den Eindruck, da nach links, nach rechts. Was ist das hier? Ich hätte nach rechts gehen sollen. Wie ist das? Da sind sie. Ach, der Heidewitzka. Sie sind also... Sie sind also wirklich gekommen. Ihr habt uns bis jetzt wie den letzten Dreck behandelt. Ihr habt eine Menge meiner kostbaren Soldaten getötet. Mal sehen, was ihr gegen die Anti-Weapon-Kanone ausrichtet. Ihr taugt nichts, aber meine Schöpfung ist grandios. Ich werde euch die zerstörerische Kraft meines Stolzrobos zeigen. Stolzrobos? Du hast zumindest mal keine wirkliche kreative Eingebung, was Namen angeht. Alter, das war keine gute Idee. Alter, ist der groß.